und herzlich willkommen zurück bei Trials of Mana. Dies ist das Kaktusfratz-Special, wo ich euch zeige, wo ihr die ganzen Kaktusfratze findet. Das lohnt sich auch. Wenn ihr genug Kaktusfratze gefunden habt, dann seht ihr, ob ihr alle Schatzkisten gefunden habt. Oh, da ist noch eine Schatzkiste offen. Und ihr kriegt sogar auf der Karte angezeigt, wo die Schatzkisten sind. Dann lohnt es sich weiterhin, denn mit dem letzten Kaktusfratz bekommt ihr den Kaktusring und damit startet ihr mit, ich glaube, 200 oder 300% in den nächsten Kampf und könnt mehr oder weniger gleich eine X- oder A-Attacke ausführen. Ich zeige euch die Kaktusfratze in der Reihenfolge, in der ihr sie finden könnt. Nicht in der Reihenfolge, in der ich sie gefangen habe. Also wundert euch nicht, wenn die Anzahl der Kaktusfratze bei mir dann immer so ein bisschen hin und her springt. Genau. Ach so, und es gibt drei Orte. Es gibt die Kristallwüste, es gibt die Höhle der Nacht und es gibt den Dschungel von Pedan. Je nachdem, welche Gruppe ihr gewählt habt, findet ihr zwei Kaktusfratze im Dschungel der Visionen oder in der Kristallwüste. Oder in der Höhle der Nacht. Es ist also nicht schlimm, ihr müsst nicht in die anderen. Ihr kriegt die voll. Und dann... genau, ihr müsst einfach nur eurem Weg folgen. Ich zeige euch aber natürlich auch Kristallwüste und Höhle der Nacht und Dschungel der Vision. Das sind die Belohnungen, die ihr bekommen könnt. Wie gesagt, der Kaktusfratzring macht Kämpfen sehr einfach. Na dann, los geht's! Der Kaktus ist jetzt weg, aber auf der Stelle, wo er war, erscheint gleich eine Blume auf der Karte. So, und jetzt sehe ich auf der Karte... das hier ist die freie Stadt Maya und hier ganz unten im Südosten an den Docks. Ihr könnt von der Mauer aus hier rüberlaufen und zu dem Kaktusfratz kommen. Den Kaktusfratz im Zwergentunnel findet ihr hier. Ich kann auch nochmal rauszoomen. Hier. Hier sitzt er am Lagerfeuer. Er liegt eigentlich ziemlich auf dem Weg. Ihr solltet ihn finden. Östlich des Königreichs Pasena an der zweiten kleinen Brücke. Es ist eine Brücke. Findet ihr diesen kleinen Kaktus drauf? Wenn ihr von Pisenas Seite aus in die Spaltsteinkluft geht, seht ihr, wenn ihr in die Kluft kommt, ganz schnell den Kaktusfratz. So wie in jeder anderen Stadt auch, verbirgt sich auch der ganze Nordosten von Pisena. Auch in Bayser, keine Ahnung, wie man es nennt, gibt es einen Zwergen, ein Kaktus. Und zwar hier neben den Waffenladen. So eine Nische. Tada! Ich bin in Palo und natürlich gibt es auch hier einen Kaktusfratz. Und zwar hier im Norden der Stadt. Neben dem Rüstungsladen. Hier ist der Rüstungsladen. Da ist der Kaktusfratz an dem Baum. Wieder ein Kaktusfratz am Strand, nämlich gleich, wenn man bei Palo rauskommt, auf dem Himmelsweg hier unten am Strand, neben einem Baum, sitzt der Kaktusfratz. Und ich gucke mal etwas. Einen weiteren gibt es auf dem Himmelsweg, und zwar auf der Sonnenmeere. Erstmal stehe ich hier ein, fasse ich ein, und zweiten Mal, wenn ihr euch hier einen Kaktusfratz.
wenn ihr das zweite Mal nach Yard kommt, erst beim zweiten Mal findet ihr hier unten links in der Ecke einen Kaktusfratz. Und von hier im Mümmlerwald gibt es zwei Kaktusfratze. Den ersten hier am Strand neben der Brücke nach Yard. Und der ist da. Erinnert ihr euch noch an die Wiese, wo wir die Fee getroffen haben? Ganz unten im Süden. Hier. Das ist die Wiese. Und da befindet sich jetzt ein Kaktusfratz. Da sich in allen Städten ein Kaktusfratz befindet, befindet sich auch einer hier. In der ehemaligen, mittlerweile abgebrannten Seestadt Astoria. Da ist der Eingang und gleich hier rechts sitzt der Kaktusfratz. Alter! Jetzt! Im Windtunnel Böhalla gibt es gleich zwei Kaktusfratze und den einen gleich hier beim Eingang in diesem kleinen Seitenteil. Und da sitzt er und freut sich, gefunden zu werden. Beim zweiten Böhalla-Kaktusfratz wird es ein bisschen kritisch. Ich bin hier. Die Karte ist ja brauchbar, dass ich euch zeigen kann, wo ich bin. Das erfordert ein bisschen Geschick. Jetzt wurde ich runtergeweht. Ihr müsst den Wind nutzen, um hier rüber zu springen. Tada! Grafik. So. In jeder anderen Stadt gibt es auch in Alrand einen Kaktusfratz, und zwar hier im Nordosten der Stadt. Gleich nachdem ihr die Frostballenfelder betreten habt, findet ihr hier auf der rechten Seite, hinter einem Baum, auf einer kleinen Anhöhe, diesen Kaktusfratz. Den zweiten Kaktusfratz findet ihr hinter der Brücke, nach der Mana-Statue hinter der Brücke, in dieser kleinen Aussparung am Baum. Hier im Eislabyrinth, ganz am Anfang, wo sich im Moment noch der Mana-Stein befindet, könnt ihr hinter dem Mana-Stein bei den Stacheln einen Kaktusfratz finden. In Sultania ist hier oben, im Norden der Stadt, kann man so sagen, so eine kleine Eingebung. Kommt man durch den Durchgang rein. Und da ist der Kaktusfratz. Sobald ihr Sultania verlassen habt, könnt ihr hier in dieser Senke, nachdem ihr die Triza besiegt habt, einen Kaktus finden. In der Wüste mit dem brennenden Sanden findet ihr hier auf dieser Erhöhung den zweiten Kaktusfratz. Ja, das steht da hinter mir. Hier oben in der Ecke in der Oasenstadt Dien gibt es auch einen Kaktusfratz. Wenn ihr das erste Mal in der Flammenschlucht seid, könnt ihr hier unten einen Kaktusfratz finden. Auch in Minters verbirgt sich ein Kaktusfratz, und zwar hier, gut versteckt hinter den Blumen. Wenn ihr im Dämmermondwald, so ziemlich am Anfang, einen kleinen Umweg nehmt, über die Scheißwurzel lauft, dann findet ihr hier einen Kaktusfratz. Hier ganz unten im Süden, von dem Eingang zum Schloss der Biestmänner im Dämmermondwald oder Mondscheinwald, ist ein Kaktusfratz. Wenn ihr das erste Mal im Spielgeschehen den Turm betretet, dann könnt ihr auch direkt den ersten Kaktusfratz im Turm der Monddeuter finden.
Vor dem Eingang zum Leuchtblütenwald. Wirklich, vor dem Eingang. Steht der Kaktusfratz. Also, nicht Leuchtblütenwald, Entschuldigung, Dior meine ich. Vor der Elfenstadt Dior. In der Elfenstadt Dior, so ziemlich vor dem Haus des Ältesten, sitzt der Kaktusfratz und guckt auf das Haus. Wenn ihr kurz vor der goldenen Statue vor dem Bossgegner im Leuchtblütenwald nochmal abbiegt, dann, zu nah rangezoomt, landet ihr hier. Mit der Fährenflöte könnt ihr zur Insel des Vergessens kommen, wo ein Kaktusfratz auf euch wartet. Wenn ihr in Laurentien seid, geht ihr nicht in die Burg, sondern wenn das Tor offen ist, geht ihr durch und findet hier, kurz vor der goldenen Mana-Statue, an der Seite einen Kaktusfratz sitzen. Sobald ihr die Ruftrommel habt und mit Lufti unterwegs seid, könnt ihr hier in Wendel auch einen Kaktusfratz finden. Von Wendel aus könnt ihr wieder in die Kaskadenkaverne rein und dort einen Kaktusfratz finden. Der Weg sollte euch diesmal deutlich leichter fallen. Wenn ihr an der silbernen Mana-Statue den Weg hochgeht, rüber, rüber und wieder rum, dann kommt ihr zu diesem kleinen, fiesen Kaktusfratz. Viel Spaß! Wenn ihr das zweite Mal in die Flammenschlucht kommt, um den Benedova zu besiegen, dann könnt ihr hier einen Kaktusfratz finden. Wenn ihr mit Flämmchen in die stachelige Heide fliegt, um den Benedova zu besiegen, dann könnt ihr hier in dieser kleinen Einbuchtung, ihr landet hier oben, könnt ihr hier einen Kaktusfratz finden. Tada! Im Daria Edelsteintal findet ihr hier auf der Stufe sehr offensichtlich einen Kaktusfratz sitzen. Kurz vorm Ende des ersten Teils zum Daria Edelsteintal findet ihr den zweiten Kaktusfratz hier auf so einer Hochebene. Der guckt euch aber erst an, wenn ihr ihn anspricht. Hier ist die Tür, durch die ihr auf die Spitze vom Turm der Monddeutung kommt. Und wenn ihr nach rechts geht, ist hier in der Ecke direkt der Kaktusfratz, der sich nicht so recht ansprechen lassen will. Im Wald von Vandara, da ihr seht es am dritten Punkt, da ist hier so eine Kiste auf so einem Baumstamm. Und da findet ihr einen Kaktusfratz. Im Wald von Vandara gibt es noch einen Kaktusfratz, und zwar bei dem dritten Punkt von rechts, seht ihr oben, und hier ist ein extra Weg. Da müsst ihr nicht hin. Lohnt sich aber, es gibt eine Schatztruhe und den Kaktusfratz. Der ist da so hinter so einer Baumwurzel. Müsst ihr ein bisschen suchen, ein bisschen gucken. In den Ruinen des Lichts gibt es hier auf dieser Brücke, wenn ihr die Brücke aktiviert habt, einen Kaktus... Nee, vor der Brücke. Gibt es einen Kaktusfratz zu holen. Und auch hier in der hintersten, wirklich der, warte, das war jetzt ein bisschen schnell, in der hintersten Ecke, der absolut hintersten Ecke, der Ruine des Lichts, ne, der schimmernden Ruinen, Entschuldigung, der schimmernden Ruinen, versteckt sich ein Kaktusfratz. In der Nische. Oh, und es gibt einen Preis. In der alten Hauptstadt Pedder findet ihr hier unten links auf dem, ja, Turm einen Kaktusfratz. Wenn ihr euch hier oben, da wo dieser Pfeil ist, in den Abgrund ziehen lasst von dem Sand, dann findet ihr hier in der kleinen Höhle einen Kaktusfratz. In der Kristallwüste bekommt ihr hier, da müsst ihr so einen kleinen Bogen laufen, in einer Senke einen Kaktusfratz.
Wenn ihr euch für einen Start mit Durand oder Angela entschieden habt, findet ihr hier in der Höhle der Nacht auf der dritten Seite, vierten Seite, kurz vor dem Kampf mit Malocchio, einen Kaktusfratz. Der Kaktusfratz in der Höhle der Nacht findet ihr nach dem Kampf mit Malocchio. Tada! Wenn ihr die Reise mit Charlotte oder Kevin gestartet habt, dann seid ihr irgendwann im Dschungel der Visionen. Und bevor ihr in diesen Irrgarten geht, findet ihr hier in der Nähe der Silberstatue einen Kaktusfratz. Oh, na egal. Wenn ihr, wenn ihr das Spiel mit Carly oder Charlie oder Kevin gestartet habt, dann könnt ihr hier eure Kaktusfratz im Dschungel der Illusion finden. Ich dachte nämlich, die wären alle in der Talwüste. So, auf dem vierten Punkt der Karte. Wenn ihr auf dem Weg seid ins zum Final Boss Gegner im Heiligen Mana Land, dann findet ihr hier oben auf diesem Kreuzweg den Kaktusfratz. Okay, ihr habt alle Kaktusfratze gefunden und hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß beim Zugucken. Wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play, was wahrscheinlich dann Dragon Quest sein wird. Und bis dahin, gebt mir einen Daumen nach oben, gebt mir ein Abo, dann verpasst ihr keine Videos. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann hinterlasst doch einen netten Kommentar. Also bis dann. Tschüss.